Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark und Wien, wobei die meisten Stellen haben wir in Oberösterreich im Raum Gallnerkirchen. Also die Tätigkeitsbereiche und die Einsatzstellen von Zivildiener sind in der Behindertenarbeit, im Wohnbereich und im Werkstättenbereich, in der Seniorenarbeit, in den Kliniken. Wir haben zwei Kliniken, die eine ist in Linz, die Klinik Diakonissen Linz, die andere in Schladming in der Steiermark. Und im Bildungsbereich, da gibt es die Möglichkeit, in Kindergarten oder Hort den Zivildienst zu machen. Die Aufgaben eines Zivildieners sind ganz unterschiedlich. Das kommt auf den Bereich drauf an und auf die jeweilige Einrichtung. Im Bereich der Behindertenarbeit, im Wohnbereich, ist es vor allem die Unterstützung und Begleitung unserer Bewohner. Das beginnt in der Früh, beim Alltag, in der Freizeit, Freizeitbegleitung oder auch ganz normal bei Haushaltstätigkeiten einfach zu helfen und zu unterstützen. In den Werkstätten, wo die Menschen mit Behinderung bei uns tätig sind, bedeutet es einfach im Arbeitsalltag zu begleiten und unterstützen, beziehungsweise es orientiert sich einfach an den Tagesablauf. In der Seniorenarbeit im Wohnbereich ist es ähnlich wie in der Behindertenarbeit. Das bedeutet, man ist einfach beim ganzen Alltag dabei, unterstützt und hilft auch die Mitarbeiter. Im Bereich Bildung gibt es die Einrichtung Kindergärten und Hort. Da unterstützt man die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag. Man gestaltet den Tag gemeinsam mit den Kindern und ist einfach da eine große Hilfe als Zivildiener. Dienstzeiten als Zivildiener sind von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Im Wohnbereich, in der Behindertenarbeit, in der Seniorenarbeit oder auch in der Klinik Diakonissen Schladming hat man einen Turnusdienst. Turnusdienst bedeutet von Montag bis Sonntag. Es gibt einen Frühdienst oder einen Spätdienst. Vor allem im Wohnbereich, in der Behindertenarbeit und in der Seniorenarbeit orientieren wir uns da immer an den Bedürfnissen der Bewohner. Wann eben der Dienst beginnt, also es gibt immer einen Dienstplan. Man hat als Zivildiener mindestens 2 Wochenenden im Monat frei. Als Zivildiener müssen keine Nachtdienste gemacht werden. In der Klinik Diakonissen in Linz gibt es einen Regeldienst. Regeldienst bedeutet, man arbeitet immer von Montag bis Freitag, meist von 8 bis 16 Uhr. Die Wochenenden und Feiertage sind frei. Als Zivildiener bekommt man eine Grundvergütung in der Höhe von 350 Euro. Es gibt eine Verpflegungspauschale bzw. auch eine Verpflegung direkt vor Ort und einen Fahrtkostenersatz. Es gibt die Möglichkeit, gleich bei der Stellung zu sagen, dass man gerne den Zivildienst machen möchte, oder man beantragt eine Zivildiensterklärung bei der Zivildienstserviceagentur, und sobald man den Bescheid erhalten hat, kann man sich direkt an uns wenden. Am besten bewirbt man sich über die Homepage, das ist www.diakoniewerk.at, oder einfach per E-Mail an karriere@diakoniewerk.at. Wir würden einfach bitten, einen Lebenslauf zu schicken, ein kurzes Motivationsschreiben, und dann würden wir uns gleich direkt bei euch melden.